Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, warum gibt es Menschen im Autismus-Spektrum, die scheinbar grenzenlos alles in den Mund stecken und zum Teil verschlucken, was ihnen vor die Finger oder vor den Mund gerät. Dieses Phänomen nennt man PICA, P-I-C-A, und PICA gehört zu den sogenannten qualitativen Essstörungen. Qualitativ, also hier geht es nicht um die Menge, also nicht zu viel oder zu wenig essen, sondern was gegessen wird. Und tatsächlich gibt es eine Gruppe von Menschen, die nicht auswählen und auch ungenießbare oder gefährliche Dinge wie Reißzwecken, Hundekot, Plastikverschlüsse, Radiergummis, also einfach alles, was ihnen ins Gesicht fällt, gerät, verspeisen. Warum diese Menschen das tun, ist schwer zu sagen. Meist handelt es sich um schwerer beeinträchtigte Menschen, die PICA-Phänomene zeigen. Und es ist klar, PICA erfordert ein ganz großes Maß an Beaufsichtigung dieser Menschen, damit sie sich nicht selber in Gefahr bringen. Was kann man tun, wenn jemand PICA hat? Zum Ersten kann es sehr sinnvoll sein, wenn wir den Mund und die Hände beschäftigt halten. Also, wenn derjenige vielleicht etwas kauen oder lutschen kann, wenn er unterwegs ist. Wenn er etwas in den Händen halten kann, was er sehr attraktiv findet, sodass er nicht so in Verführung gerät, etwas aufzuheben und in den Mund zu stecken. Auf der anderen Seite kann es sehr hilfreich sein, wenn die Person dazu kognitiv in der Lage ist, zu kategorisieren, was sind essbare Dinge, was sind nicht essbare Dinge. Das heißt, ein Wissen zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht intuitiv vorhanden ist, was tatsächlich zum Verzehr geeignet ist und was eben nicht. Und dann auch mit einem starken Belohnungssystem zu arbeiten, wenn die Person es schafft, einen Gang zu gehen, also beispielsweise zum Spielplatz oder zum Auto oder nach Hause, ohne etwas aufgehoben und in den Mund gesteckt zu haben, was nicht essbar ist. PICA ist eins der schwierigsten Phänomene in der Begleitung eines Menschen, weil es so unglaublich gefährlich ist und weil es fast unmöglich ist, ein Umfeld zu schaffen, was gänzlich gefahrenlos ist für diese Menschen. Aber selbstverständlich hat nur ein ganz kleiner Teil der Menschen im Autismus-Spektrum auch PICA, denn Sie wissen ja schon, nichts ist unmöglich. Autismus.